Es geht weiter. Kann man da auch hoch? Nee, ne? Naja, war ein Gedanke wert. Welche Waffe habe ich eigentlich? Ich hätte gerne die hier. Ist immer schön, dass sie so von sich aus die Waffe zückt. Ich will da nicht rein. Ist hier irgendwas? Okay. Das ist auch von sich ausgezückt, ne? Oder war das nur wegen dem, also durchs Fallen, sag ich mal. Vorsichtig hier rüber. Das ist schon mal gut, dass sie das vorsichtig macht. Hier könnte die Schatulle sein. Gut. Da könnte die Schatulle sein. Was passiert eigentlich, wenn ich das da aus... Dingse? Okay, nichts. Ah, ich habe so eine Idee. Aber das konnte ich doch von der anderen Seite dort nicht benutzen, oder? Das da oben. Wahrscheinlich muss das irgendwie so per Kettenreaktion, damit das Rad in Gang gesetzt wird. Warte mal, ich guck mal, ob ich das erreichen kann. Ich meine, ich konnte es nicht erreichen. Wie, jetzt kommt noch mal wer. Ich meine, ich konnte das von hier aus. Doch, ich könnte es rein theoretisch. Natürlich nicht. Noch mehr? Kommen noch mehr? Boah, wenn überall diese Viecher anfangen und du einfach nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Das ist grandios. Okay. Warum habe ich jetzt die Möglichkeit? Weil da komme ich doch gar nicht ran. Ah, okay. Ich glaube, ich habe so eine Idee. Das ist immer so schön, wenn die Leute da hochklettern. Wenn man das so im Blickfeld sieht. So, dann kann ich da. Und dann hier hoch. Okay. Dann kann ich das wegmachen. Oh, das war ja klar. Wir halten zu viel aus. Das war so typisch, dass da jetzt jemand kommen würde. Kannst ja schon mal ranmachen. Ah, verdammt, das ist natürlich zu weit weg, oder was? Klar, logisch. Ich denke mir dann auch immer so, hä? Warum ist denn hier jetzt nichts? Genau, bestimmt da. Nee, kann ich nicht durch. Okay. Nur fürs Looten? Das kann ich mir jetzt irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen. Komm, du kannst da doch. Du kannst da drauf, genau. Supi.
Warum ist da oben? Da oben komme ich doch überhaupt nicht hin, oder? So, Position stellen. So. Dieses komische Kabel dort, das irritiert mich auch. Mega. Guck, wie er da aus dem Boden gekrabbelt kam. Ich weiß halt nicht, wie das Wasser stehen muss, ne? Deswegen dachte ich mir, dass da unten ist auf jeden Fall schon in der richtigen Position. Ach, Manu. Nein, andere Richtung. So. Ja, das war's. Fast fertig. Oh, hier ist einer direkt bei mir. Dafür ist das gedacht. Nein. Nein. Falsche Waffe. Ist doch wer, der aus mir schießt? Nein. Ich dachte, es wären nur Bogenschützen. Ja, jetzt verstehe ich, warum da das Gasdings war und da oben sowieso. Ich die so eliminieren kann und dann nur noch die, die hier angelaufen kommen. Okay. So, jetzt müssen wir uns nur noch auf der anderen Seite umsehen. Oh, das war so nicht geplant. Lara, zurück. Ich kann jetzt hier sogar durch. Warte, warte, warte. So. Warten, 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 durch. Erstmal so ein bisschen gucken. Hier so alles gibt. Oh, da geht's was unten. Das war's aber auch. Das geht auch 100 Pro noch kaputt. Ah, nee, das ist doch recht stabil. Ich dachte, es wäre nur noch so ganz dünn. Dafür bin ich zu nah. Ist wieder nur so eine Kammer. Bin mega angespannt, angespannt, angespannt. Ich bin mega angespannt. Ist da noch irgendwer? Scheinbar nicht. Da waren diesmal keine Gasdinger. Hm.
Oh, das hört sich immer noch an, als wäre hier, keine Ahnung, so extrem nah einer. Guck mal, das ist... Ach ne, Schrot. Schrotmunition brauche ich nicht. Komme ich hier wieder zurück? Ja, komme ich. Ist hoch genug. Kann ich nicht mehr looten und sonst ist hier nichts. Ernsthaft? Okay. Ich mag nicht weitergehen, ne? Scheinbar nicht. Okay. Oh, oh, oh. Das war so nicht geplant. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt gar nicht das Teil zum Drehen gefunden. Warum kann ich da so drumherum? Och, ernsthaft. Mich regt das so auf. Wenn ich da einen halben Zentimeter entfernt bin. Dass es dann heißt so, oh, nee, ich muss untertauchen, anstatt hochzuklettern. So. Okay. Oh. Idiot, ne? Wieder übersehen. Ich fahre doch sogar direkt da drauf. Okay, das muss ich weiter mit Wasser füllen. Dann kann ich es anscheinend erst wegmachen. Da denkt man sich so, okay, das ist ja voll einfach. Oh, scheiße, schon wieder die verkehrte. Ja, vielversprechend. Vielversprechend, um Gegner anzulocken. Genau das, was man in dem Moment braucht. Warum ist die Kamera so? So. Wo sind die nächsten? Ja, da sind sie ja schon. Aua. Was sind denn da oben? Irgendwo ist noch einer. Da oben. Oh, ich wollte gerade sagen, das hört sich doch an, als würden noch welche auf mich zukommen. Au, au, au. Bin sehr gut im Treffen, muss ich sagen. Habe ich jetzt meine Ruhe? Oder kommen da nochmal welche? Krise. Die hören sich alles so nah an. Ich habe nämlich keine Lust darauf, angegriffen zu werden, wenn ich dir das drehe. Ne, verkehrte Richtung.
Sie gehen nicht rein. Diese Figuren sehen wie diese Wesen aus, aber sie sind irgendwie anmutig. Jaxil, die Göttinnen des Schutzes. Die silberne Schatulle von Ixchel wurde im Paradies geschmiedet und zur Erde gebracht. Ist die Schatulle etwa von diesen Wesen? Weder falsche Götter noch Zeloten dürfen diese Pforte passieren. Sie beschützen sie. Haben sie mich deshalb so wild bekämpft? Hier liegt die Schatulle verborgen bis zur Erneuerung der Sonne. Hier. Sie muss hier irgendwo sein. Eine Sonnenfinsternis und ein Reiher. Wie die Tattoos auf Unoratus Arm. Aber wo ist die Schatulle? Wie jetzt? Darf ich jetzt rennen? Na super. Klasse. Wo ist die Schatulle? Hilfe, ich mag sowas nicht. Bin ich gut darin? Ah, ich finde dieses Element zwar sauklasse. Ich bin alles andere als gut darin. Ist aber schön, dass sie das beschützen. Gut, wir hatten ja auch mit diesen Unsterblichen schon zu tun, weil ich doch gemeint habe, wenigstens hat man mal was mit denen zu tun und so weiter und so fort. Hatten wir ja schon in Rise. Hab ich ganz vergessen oder verdrängt. Verdrängt trifft sie ja. Aber für einen Moment habe ich auch gedacht, dass die Anführerin von denen lebendig sei. Die wirkte in dem Moment irgendwie so. Die mir hierhin auch? Bitte nicht. Lasst mich bitte in Ruhe. Eigentlich brauche ich das Atmen gar nicht, ne? Die hat doch eigentlich genügend Luft. Also, Lungenvolumen. Zumindest kommt es mir so vor. Mach mal sicher, sicher. Jetzt bin ich wieder in der verborgenen Stadt. Okay. Ich bin gerade ein bisschen geflasht von dem Ganzen, was passiert und wie das alles aussieht und dargestellt wird. Und natürlich generell von der Handlung, ne? Von der Handlung natürlich super geflasht. Weil sie haben schon für ein paar Schrecker gesorgt. Definitiv. Und für ein sehr ungutes Empfinden, also hier so Unwohlsein. Hat man nicht gemerkt, ne, dass sie angespannt war. Nee, ne? Ich finde, ich konnte das sehr gut verdecken. Oh Mann. Oh, warte mal. Ich will dein Gift. Ich will dein Gift. Gib mir dein Gift. So. Jetzt müsst mal die Pfeile ausprobieren, ne? Gut.
gut. Dann klettern wir jetzt irgendwo hin. Das klingt nach einem Plan. Irgendwo hin klettern. Irgendwo hin klettern ist immer gut. Oh. Wow! Ach, fehlende Ausrüstung. Aha, okay. Ja, ich konnte das nicht lesen, wenn ich da so hochkletter, ne? Okay, die Schrot haben wir jetzt, aber jetzt fehlt uns da was an Ausrüstung. Aha. Also kriegen wir noch eine bessere... Oh nein, Lara, geh doch noch nicht durch. Ich wollte doch noch gucken, was da ist. Da quetscht sie sich schon durch. Das könnte helfen. Oh, da würde ich mal spontan sagen, haben wir direkt die Ausrüstung bekommen, die wir benötigten. Kann das sein? Soll ich da direkt rüberspringen? Geht das? Oh, ich wollte eigentlich noch gucken, was hier ist. Ja gut, sie quetscht sich da nochmal durch. Gut so. Und eigentlich wollte ich auch einen Schnitt setzen, fällt mir gerade ein. Gut, dann mache ich den Schnitt und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Und hier ist wirklich nichts. Okay, gut. Wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss, eure Teil.